Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Egal, wie die Antwort ausfällt, die Wissenschaftler von der Jülicher Agroisolab GmbH werden Ihnen sogar sagen können, mit welchem Futter unsere Henne Bertha versorgt wurde. Die gesamte Biomasse, also auch alle pflanzlichen und tierischen Rohstoffe und die daraus hergestellten Produkte, beispielsweise Lebensmittel, Kosmetika oder Pharmaka, verfügen über eine natürliche Markierung, den sogenannten Isotopenfingerabdruck. Die Jülicher Wissenschaftler haben auf Basis dieses Fingerabdrucks das weltweit patentrechtlich geschützte Markierungssystem ISO-ID entwickelt. Auf der Basis von Wasser wird einem Produkt ein unverwechselbares Isotop zugefügt. Das passiert ohne eine chemische Veränderung im Produkt und auch die ursprüngliche Herkunft des Rohstoffs bleibt analytisch nachweisbar. Um bei unserer Henne Bertha zu bleiben, der Marker im Futter kann so dosiert werden, dass man ihn nur im Futter, aber auch im Ei aufspüren kann. Durch eine Analyse der Eier wird man so nachweisen können, dass der Landwirt auch tatsächlich dieses spezielle Futter eingesetzt hat. Und wenn in einer Erzeugergemeinschaft ausschließlich das Futter aus dieser Futtermühle verwendet wird, verraten die Eier unmissverständlich ihre Herkunft aus dieser Erzeugergemeinschaft. Ob genmanipulierter Mais, dubioses Hühnerfutter oder gepanschter Wein, schummeln ist nicht mehr. Dank ISO-ID aus Jülich. Die Agroisolab ist 2002 aus der RWTH hervorgegangen und dürfte mit ihrem neuen Produkt angesichts der globalisierten Märkte gute Chancen auf einen weiteren Wachstumsschub haben.